Grüß dich, Gabriele. Vielen Dank für deine Zeit. Freut mich, dass wir das Interview heute führen können. Kannst du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wo du dich gerade engagierst? So. Hallo, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist Gabriele Semino. Ich bin Projektleiter des TUM Hyperloop-Projekts an der TU München. Wir sind eine Initiative an der TU München. Wir erforschen die Hyperloop-Technologie. Ich bin schon seit ein paar Jahren tatsächlich an dem Thema aktiv, seit 2017 circa. Und beschäftige mich hier im Rahmen der verschiedenen Projekte, die wir hatten, eben mit der Hyperloop-Technologie. Jetzt hast du den Namen und das Branding schon auf deinem Hoodie. Was ist der Hyperloop aber eigentlich und warum hat die Technologie weniger mit einem Loop zu tun? Hyperloop ist eine Bezeichnung, die aus einem White Paper vom Jahr 2013 von Elon Musk stammt. Er hat damals in so einem Dokument praktisch dargestellt, wie er sich das zukünftige Transportmittel vorstellt. Die Idee von einem Hyperloop ist relativ einfach. Man nimmt ein Fahrzeug oder wir nennen es das normalerweise Pod und stellt es in einer Vakuumröhre. Dadurch, dass man es in einer Vakuumröhre stellt, kann es mit großer Geschwindigkeit fahren, ohne besonders viel Energie zu verbrauchen. Und zusätzlich, um noch weniger Reibung zu haben, lassen wir das magnetisch schweben und auch in einem kontaktlosen Antriebssystem ist eingebaut, damit man wirklich nur über die Fahrbahn gleiten kann. Und somit kann man sehr hohe Geschwindigkeit erreichen bei geringem Energieverbrauch. Was das für einen Vorteil hat, ist einfach, dass man mit großer Geschwindigkeit, also in kürzester Zeit, Städte verbinden kann. Wir nennen hier mal als Beispiel München-Berlin, weil wir auch in München sitzen. München-Berlin in 30 bis 40 Minuten, das wäre so ungefähr die Idee. Also große Geschwindigkeit, kurze Reisezeiten zwischen Großstädten, das ich sehe vom Hyperloop. Du hattest gerade schon den großen Namen Elon Musk erwähnt, quasi als Vordenker des Hyperloop. Jetzt sitzen wir natürlich mit der TUM in Deutschland. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass München dieses Projekt weiterentwickelt? Da gab es ja einen Wettbewerb, den ihr auch regelmäßig gewonnen habt. Vielleicht gehst du einfach nochmal darauf ein. Was war das für ein Wettbewerb und warum sticht unsere bzw. eure Technologie dabei so hervor? Also ein paar Jahre nach diesem White Paper, dem im Jahr 2013 veröffentlicht worden, also im Jahr 2015, hat dann Elon Musk einen Wettbewerb ausgerufen mit seiner Firma SpaceX, die sogenannte SpaceX Hyperloop Pod Competition, wo es letztendlich darum ging, dass SpaceX eine Hyperloop-Teströhre gebaut hat und verschiedene Teams auf der ganzen Welt wurden eingeladen, Kapseln zu entwickeln, also Pods zu entwickeln, Hyperloop-Pods zu entwickeln und sie dort zu testen. Wie gesagt, Wettbewerb wurde 2015 angekündigt und kurz darauf ist eine Gruppe an der TU München entstanden, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Diese Gruppe hat eben dann über mehrere Jahre, weil insgesamt fanden 4 Wettbewerbe statt, zwischen 2016 dann und 2019, fanden 4 Wettbewerbe statt, hat die TU München verschiedene Prototypen dieser Hyperloop-Pods entwickelt und eigentlich in allen 4 Iterationen gewonnen. Somit eigentlich gezeigt, dass halt die Technologie, die hier entwickelt worden ist, eigentlich auch selbst auf der weltweiten Bühne sehr konkurrenzfähig ist. Könntest du nochmal spezifizieren, was Gewinnen eigentlich bedeutet? Waren wir die schnellsten? Haben wir den sichersten Pod gebaut? Bei dem Wettbewerb von Elon Musk und der Firma SpaceX ging es darum, die schnellsten Kapseln zu entwickeln. Das heißt, es ging immer darum, innerhalb dieser Teststrecke die höchste Geschwindigkeit zu erreichen. Und unsere Prototypen konnten sich von Jahr zu Jahr steigern, von relativ langsame 94 km/h im ersten Wettbewerb bis 482 km/h im letzten Wettbewerb. Also immer schneller durch diese Röhre gefahren und somit halt immer mit der schnellsten Kapsel gewonnen. Jetzt sind das natürlich beeindruckende Zahlen, wenn ich mir einfach mal vorstelle, ich könnte Berlin, München in einer Röhre machen, die sich mit 500 km/h bewegt. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen beängstigend, wenn ich mir vorstelle, dass ich in quasi in so einer abgeschotteten Röhre mit 500 km/h von A nach B bewegt werde. Macht es einen Unterschied, ob ich Güter bewege, ob ich Personen bewege und wie designtechnisch auch unterschiedlich sind dann die Pods und generell der Hyperloop? Also bei Hyperloop ist dieser Vergleich zwischen Güter- und Passagiertransport immer eine heiße Debatte, denn auf der einen Seite ist Gütertransport in verschiedener Art, also verschiedene Ebenen einfacher, sicherheitstechnisch ist es einfacher, designtechnisch ist es natürlich einfacher. Auf der anderen Seite habe ich die großen Vorteile vom Hyperloop nur beim Passagiertransport. Bei Waren geht es weniger auf Minuten Reisezeitunterschied oder eben dass man halt von 4 Stunden auf eine halbe Stunde runter kann. Das macht bei Waren weniger als Unterschied.
Unterschied als mein Passagier. Wenn ich als Passagier wirklich statt in 4 Stunden, in einer halben Stunde in Berlin sein kann aus München, das macht einen riesen Unterschied. Das ist wirklich Welten dazwischen. Bei einer Ware ist das jetzt nicht notwendigerweise weltbewegend. Das heißt, das ist eine ganz heiße Debatte. Was bei Passagieren ganz kritisch wird, ist das Thema Akzeptanz. Man muss dafür sorgen, dass die Passagiere nicht nur wollen, dass die Hyperloop-Technologie umgesetzt wird, was ein großer Infrastrukturprojekt ist, sondern auch damit fahren wollen. Das heißt, das Thema Sicherheit ist ganz kritisch, dass man von Anfang an im Kopf behält, was man für Sicherheitsrisiken hat. Die hat man bei einem neuen System immer. Und dass man entsprechende Sicherheitsvorkehrungen nimmt, dass die Passagiere sich auch sicher fühlen. Auf der anderen Seite ist es ein ganz anderes Fahrerlebnis als mit dem Zug und mit dem Flugzeug. Das heißt, selbst da wird man halt mit Design unter anderem, aber auch zum Beispiel mit Lichtern und Bildschirmen im Rahmen der, also innerhalb der Kapseln dafür sorgen, dass die dass die Erfahrung als Passagier in Hyperloop-Kapseln angenehm ist und damit die Leute nochmal fahren wollen. Ich würde an dieser Stelle aber nochmal darauf hinweisen, zum Beispiel, es gibt heutzutage, obwohl wir Flugzeuge seit Jahrzehnten haben, immer noch Leute, die Flugangst haben. Das heißt, dass für Verkehrsmittel, vor allem für neue Verkehrsmittel, ist es immer eine Herausforderung, eben für alle zur Verfügung zu stehen. Aber man wird sich natürlich sehr viel Mühe geben, dass eine Passagierfahrt möglichst angenehm ist im Hyperloop. Jetzt hattest du ja schon im Gespräch erwähnt, dass ihr bereits Teststrecken baut. Das heißt, dass vermutlich im kommenden Jahr oder halt in den kommenden Monaten es auch erste Testfahrten mit einem Pod geben wird, wo dann auch menschliche Passagiere drin sitzen. Nummer 1, kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, wie weit wir nächstes Jahr sein können? Und Nummer 2, wirst du dann in der ersten Testfahrt auch schon drinnen sitzen? Also wir sind aktuell an der TU München dabei, die erste sogenannte Demonstratorstrecke zu bauen. Das ist ein kleiner, erstmal nur kurzer 24 Meter Segment einer Hyperloop-Röhre zu bauen, was wir aber schon in Echtgröße bauen wollen. Echtgröße meine ich, dass die Kapsel eben so ausgelegt ist, dass ein Passagier drin stehen kann. Das heißt wirklich so groß, dass ein Passagier drin stehen kann, die Röhre dementsprechend noch ein Stückchen größer. Das ist, was wir hier bauen, aber erstmal wirklich nur ein kleines Segment. Das ist eben nur zu Demonstrationszwecken, um zu zeigen, dass die verschiedenen Subsysteme, die wir haben, miteinander arbeiten können, dass die Technologie an sich auch in vollem Maße, was wir bisher noch nicht gemacht haben, funktioniert. Und erstmal natürlich unbemannt. Sehr viele Tests werden erstmal natürlich unbemannt sein und vielleicht nur in einem späteren Schritt dann mit einem Passagier. Ich werde somit nicht bei der ersten Testfahrt der Passagier sein, vielleicht irgendwann mal später, wenn mehrere Tests unbemannt bestanden worden sind. Jetzt hast du gesagt, dass der Demonstrator auch gebaut wird. Ich meine, klar ist der Hyperloop, du hattest es beschrieben, ist für Passagiere vermutlich viel attraktiver als für Güter. Aber er soll ja nicht den Schienenverkehr beispielsweise der Deutschen Bahn ersetzen, sondern es geht hier darum, eine Alternative anzubieten. Ich glaube, diese Alternative ergibt vor allem dann Sinn, wenn man verschiedene Standpunkte oder Standorte anfahren kann. Seid ihr auch schon in einer Entwicklungsphase, wo darüber nachgedacht wird, das Ganze bundesweit, also in der Bundesrepublik Deutschland, auch zu integrieren? Oder geht es wirklich erstmal darum, die Technologie sattelfest zu machen und dann auf mögliche Partner zuzugehen? Also aktuell ist die Hyperloop-Technologie noch in einem Entwicklungsstadium. Das heißt, aktuell ist es auch so, dass verschiedene Initiativen sich noch leicht unterschiedliche Technologien anschauen und dass aktuell großenteils Teststrecken gebaut werden, die dazu da sind, zu sehen, okay, wie gut funktioniert die Technologie, wo sind die Schwierigkeiten, was muss man anpassen, wie müssen Sicherheitsvorkehrungen aussehen und so weiter. Das heißt, man ist tatsächlich von dem Schritt, wo man schon, sagen wir mal, Strecken quer durch die Landkarte zieht, noch etwas weit weg ist. Was wir parallel tatsächlich schon machen in diesem Sinne, sind erste Machbarkeitsstudien. Das heißt wirklich zu schauen, okay, wie würde eine Strecke auf der Landkarte aussehen? Was für Kosten wären damit verbunden? Wo könnte die verlaufen? Welche Strecken machen am meisten Sinn? Aber von der Technologieperspektive sind wir aber allgemein die Hyperloop-Community noch relativ weit davon entfernt, wirklich in die Umsetzung zu gehen. Wir reden immer noch von Teststrecken. Aber der Punkt, der angesprochen worden ist, ist an sich ganz wichtig. Hyperloop soll weder die U-Bahn noch das Auto noch jegliche andere Verkehrsmittel komplett ersetzen. Es geht um einen Ersatz von bestimmten Bereichen, das heißt von Langstreckenzüge zum Beispiel, beziehungsweise Kurzstreckenflugzeugen. Das ist der Bereich, wo Hyperloop ideal ist. Wir reden immer von irgendwo ab 300 km/h bis 1500 km/h,
von 300 Kilometer auf 1500 Kilometer in diesem Bereich der Strecken, da sehen wir Hyperloop als die ideale Lösung, weil wir eben diese große Geschwindigkeiten bilden. Was zusätzlich irgendwann mal ein Thema bei Hyperloop ist, ist, dass man ein Netzwerk haben werden kann, womit man noch mehr Städte anfahren kann. Aber auf jeden Fall werden nicht alle Verkehrsmittel oder auch jegliche Verkehrsmittel komplett ersetzt durch Hyperloop, sondern wir reden über eine Ergänzung in diesem Fall des bestehenden Mobilitätsangebots. Du hattest schon das Stichwort Hyperloop Community angesprochen. Jetzt sind wir natürlich mit der Technischen Uni München und Deutschland nicht die einzigen in Europa, die an dieser Technologie arbeiten. Es gibt jetzt zum Beispiel ein Startup in Holland, das angekündigt hat, 2025 schon soweit zu sein, diese Pods funktionsfähig anzubieten. Völlig unabhängig davon, ob du glaubst, dass es realisierbar ist oder nicht, könntest du vielleicht einschätzen, wie gut wir Europäer diese Technologie vorangetrieben haben? Sind wir vielleicht auch die Speerspitze? Und vielleicht einordnen, wo Deutschland innerhalb Europas bei dieser Technologieentwicklung steht. Hyperloop ist eine Technologie, die aktuell weltweit entwickelt wird. Also wir haben halt starke Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Die allerersten tatsächlich waren in den Vereinigten Staaten. Wir haben aber tatsächlich in Europa verschiedene Teams in verschiedenen Ländern, die entstanden sind. Wir an der TU München, wie angesprochen, in Holland, in Spanien, in Polen, in der Schweiz. Da gibt es verschiedene Player, die vor allem auch schon aus dem Wettbewerben gezeigt haben. Bei den Wettbewerben waren immer nur europäische Teams ganz vorne dabei, gezeigt haben, dass die Europäer hier eine entscheidende Rolle mitspielen können. Hyperloop ist eine relativ neue Technologie. Das heißt, wer sich tatsächlich durchsetzt, das wird sich noch in den Jahren zeigen. Auf jeden Fall kann man bemerken, dass die verschiedenen Player auf europäischer, auf amerikanischer Ebene und so weiter gerade alle ganz vorne dabei sind und die Entwicklungen sind sozusagen alle, laufen gerade alle parallel und somit wird es noch ein paar Jahre dauern, damit sie sich rauszeigt, welche Technologie sich am ehesten rauskristallisiert. Wir versuchen hier natürlich aus der Forschungsperspektive in der TU München halt die beste Technologie zu entwickeln und hoffen natürlich, dass das Input, was wir halt der Community auch liefern, dass das dann für die Umsetzung des Hyperloops ganz mit dabei spielt. Mich würde jetzt nochmal der Aspekt Nachhaltigkeit interessieren. Du hattest gesagt, dass der Hyperloop eben mit sehr wenig Emissionen auskommt, wenig Energie verbraucht. Kannst du vielleicht nochmal erklären, ob die Technologie etwas ist, das uns hilft, die Klimaziele zu erreichen und was genau dazu führt, dass sie weniger Emissionen verbraucht bzw. weniger Energie notwendig ist? Hyperloop ist eine Technologie, die im Thema Nachhaltigkeit hoffentlich eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Bei Hyperloop geht es darum zu zeigen, dass man einerseits hohe Geschwindigkeiten fahren kann, das heißt große, also schnelle Reisegeschwindigkeit, das bedeutet kleine Reisezeiten. Auf der anderen Seite soll man eben schauen, dass man energieeffizient ist und dass das System möglichst wenig verbraucht und wenn Energie verbraucht wird, dass diese dann emissionslos ist. Und wie man das hinkriegen, sind zwei Aspekte, die ganz zentral sind. Auf der einen Seite geht es darum, dass man mit der Vakuumröhre das hinkriegt, dass trotz der höheren Geschwindigkeit die Kapseln nicht besonders viel Energie verbrauchen. Es gibt jetzt erste Studien, die wir sagen, dass man um eine große Ordnung weniger Energie verbraucht als ein Flugzeug und sogar ein bisschen weniger als ein Hochgeschwindigkeitszug. Das heißt, deutlich weniger Energieverbrauch erstmal als bestehende Verkehrsmittel, trotz der höheren Geschwindigkeit. Und aus der zweiten Ebene ist das System komplett elektrisch. Das heißt, das bedeutet ja heutzutage noch nicht, dass man emissionslos unterwegs ist. Wenn man keine direkten Emissionen hat, man kann ja indirekte Emissionen abhängig vom Strommix haben, aber prinzipiell bietet die Technologie an, die Option komplett emissionslos betrieben zu werden an. Und diese zwei Aspekte hoffentlich tragen dazu bei, dass das System halt nachhaltig betrieben werden kann. Ein Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung.